Hey Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Marvel Spider-Man. Danke fürs Zusehen und viel Spaß mit der Folge. So, ich würde sagen, fangen wir gleich mit der Missy an. Oh, da ist noch etwas. Tombstone unterwegs. Ja, mach mal das mal. Nebenmission, komm. Fangen wir mit der Nebenmission an, Tombstone. Klatsch mal den mal weg. Mal schauen, was man da so machen kann. Tombstone war ja der, der irgendwie unzerstörbar ist. Der hat sich ja mit einer Knarre in den Kopf schießen lassen, ja, und dem ist nichts passiert. Die Kugel ist einfach, ja, Ich sollte mir hier klein auch noch geworden. den Sender von MJ ansehen. Den Sender von MJ. Ich bin auf dem Weg, ja. Schauen wir uns den Sender von MJ an. Wenn ich das rekonstruiere, kann ich Tombstones Fahrzeuge verfolgen. Oh nee, nicht wieder der Scheiß. Was haben wir? Wir brauchen 5. Hier. Mann, so. So. Ich muss an 2 vorbei, glaube ich. Ja. Mal den da mal. Warte mal, wir haben 3 und 1. Das bringt ja gar nichts. Okay, der ist falsch, steh hier. Dann kommt hier so einer rein. Hier kommt der hier rein. Jetzt wird es langsam aber schon eng hier. Moment. Ich kann ja nur so lange. Ich brauche ein 3er, ein 2er. Ich brauche zweimal den grünen. Komisch. Okay, mach mal einfach mal. So, da muss ich jetzt erst nach. Ich muss jetzt erst nach links. Oder nee, warte mal. So. 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 Nein. Oh Mann, nee, ich hasse es. 3. Gerade. 3. Der muss wieder abfangen. Oh, jetzt glaube ich, habe ich ein Problem. Jo, ich glaube, das stimmt schon. Jo, passt. Geschafft. Das sollte reichen. Zeit für einen Test. Ich hasse es. Schauen wir mal. Tombstone. Ich finde meinen neuen Anzug ganz cool. Also die Augen schauen halt richtig böse aus. Und der schaut so metallisch aus, als hätte er so eine richtige Rüstung. Taugt mir voll. Aber mein Okay. Lieblingsanzug ist der von Black Einfach Cat. dem Signal nach. Sollte mich an den Ort führen, an den Tombstone will. Tombstone. Tombstone. Der macht mir echt Kopfschmerzen. Undurchdringliche Haut plus null Moral gleich großes Problem. Hoffe, Autos zerlegen ist das Schlimmste, was er so macht. Irgendwo hier ist er. Irgendwo hier. Wo ist denn der jetzt? Irgendwo hier rein, oder? Ich komme näher. Spider-Man, komm später wieder. Da, ja. Der Laster. Na, ihr Sonntagsfahrer? So, raus. Ich drück, ich drück.
Spider-Man! Ruf Verstärkung! Was macht denn der? Oh je, die ganze Bande ist da. Ja, okay. Er ist geraten dort! Gib dein Bestes, Spider-Man! Machen wir mal super. Ein einziger Schuss! Und lahmgelegt. Mit ihren Harleys hier. Ich schieße die Harley ab. So. Zack, passt. Biker erledigt. Mal sehen, was im Laster ist. Schauen wir mal nach. Chemikalienbehälter. Aber alle sauber geschrubbt. Offenbar kommen die alle vom Alchemax-Werk in Harlem. Aber was war in ihnen drin? Schauen wir nach. Das Geräusch bedeutet das Ende unserer Blitzrunde. Sollte mal bei Alchemax vorbeischauen und herausfinden, was in diesen Fässern war. Tombstone plant da was. Wahrscheinlich illegal. Definitiv gefährlich. Ja, wo ist es? Achso. So. Der Daily Bugle. Eine tolle Zeitung. Dann gehen wir mal in Autos Büro, besonders, oder? Dass Herr Jameson im Ruhestand ist. Das war jetzt aber eine kleine Mission irgendwie. Ja, war ja nur eine Nebenmission. Aber wir können ja Tombstone noch machen. Vielleicht nächste Folge sogar. Ja. Das macht so Bock, das Springen, Alter. Hey, ich bin frei. Du bist dahinter. Sie haben sicher schon vom Aufruhr an der Empire State. Halt's Maul, Alter. Ganz Zeit am Nerven und labern irgendwas. Und ein Käse labert er die ganze Zeit. Fuck auf den, ganz ehrlich. So. Hallo? Parker! Genau rechtzeitig. Zum Feiern. Feiern? Was hat er jetzt? Moment. Wo sind die Arme? Oh, wow. Wie hat er die versteckt? Wie cool. Aber wie haben sie... Intrakranielles neurales Netzwerk. Neurotransmissionsgeschwindigkeit unter einer Nanosekunde. Schneller als Signalübertragung im Gehirn. Oder zu einer externen Prothese. Das ist es, Peter. Und niemand kann uns das mehr nehmen. Unglaublich. Und Ihre Arbeit am neuralen Netz war der Schlüssel. Aber es ist noch nicht mal getestet. Es sind noch so viele Fragen offen. Es funktioniert wunderbar. Kommen Sie, sehen Sie. Was ist da? Das ist beeindruckend. Oh Mann. Wenn ich wieder eine Diagnose mache. Ein kleiner Fehler. Oh Mann. Spannungsspitze. Das ist schnell erledigt. Den da raus. Da kann ich nicht. Lol. Ah, okay, ich weiß schon. Ich glaube, der hier. Ich probiere es einfach mal. Ja, yeah, und jetzt? Und jetzt, Mann. Ah, okay. So. Minus 1. So. Mal sehen, ob das geklappt hat. So. Nein, schlimmer als ich dachte. Oh mein Gott. Ich glaube, die beiden bleiben. Aber der kommt so. Der muss da quasi durch, ja. Oder nee. Nee. Jetzt habe ich aber null. Hä?
Also nehmen wir mal den da. Das kann ich hier einfügen. 3. Ah, so. Nein. Das wär doch gegangen. Nee, das geht nicht. Der will, dass ich die ganze Zeit hin und her gehe. Ja, aber selbst wenn ich hier meinen Geraden einfüge und dann da durchgehe. Obwohl, das würde gehen. Sagen wir mal, ich mache so. Nee, das geht nicht. Ich kann da nichts anderes einfügen. Ah, doch. Ah, doch. So. 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 Aber ich glaube, das passt jetzt nicht. So. So. Ah, kann ich den irgendwo anders einfügen? Ja. So. So. Und hier raus. Was gibt's da? Nummer 5er. Und da tun wir ein 2er hin. Stabilisiert es sich? Alter, was noch? Mist, die Spitze ist kaskadierend. Weiß nicht, ob ich das schaffe. Ja, der will, dass ich hier einmal durchgehe. Ja, hier einen Geraden. Hier so einen. Dann einmal links rum. Ah, der wäre schon gestimmt. 1. Hier einfach ein 2er. Man einen von denen entfernen. Ja, ein 3er. Komm schon. Alter. Alter. Das passt nicht. Das stimmt nicht ganz. Doktor? Doktor, es gibt da vielleicht ein Problem. Alles birgt Probleme, wenn man nur danach sucht. Aber den Mutigen gehört die Welt. Ja, aber das stimmt nicht. Zeigen wir der Welt, was wir geschaffen haben. Otto, das neurale Netz isoliert ihre Motoneuronen nicht. Das könnte auch Einfluss auf andere Teile ihres Gehirns haben, ihre Hemmungen, ihre Stimmung. Wir brauchen einfach noch mehr Tests. Es gab schon genug Tests! Zum ersten Mal im Leben fühle ich mich nicht als Versager. Das hier bin ich. Otto, Sie sind kein Versager. Doch das hier könnte Sie dauerhaft schädigen. Bitte. Gut. Gut. Keine Sorge. Wir schaffen's. Ich bleibe dran. Behebe die Fehler. Geh. Geh. Wirklich alles okay? Ja. Danke, Peter. Für alles. Martin Lee sitzt hinter Gittern. Wenn ich der Stadt etwas verspreche, halte ich es. Die Menschen in New York werden bald eine Entscheidung treffen, die diese Stadt für immer verändern könnte. Wenn Sie wählen, denken Sie an den heutigen Tag. Wir sind jetzt sicherer als jemals zuvor. Lügner! Alter. Du hast keine Ahnung, was dir blüht. Alter. Der meint's ernst, Mann.
Aber so Teile sind geiler, die hätte ich auch gern. Dann einfach nicht mehr bewegen. Komm, zweimal. Ja, genau. Ich sollte Miles anrufen. Hey, Pete. Hi, Miles. Wollte nur nachsehen, wie du die Nachricht über Lee aufnimmst. Also, wenn du hier nicht mehr arbeiten willst, würden May und ich das verstehen. Ich wollte tatsächlich kündigen. Doch dann fiel mir ein, was Dad immer sagte. Ein Held ist einfach jemand, der nie aufgibt. Da hast du recht. Sofern er das Richtige tut. Du hast den Job von mir. Lass ihn sein, wenn du ihn nicht für das Richtige hältst. Die Leute hier. Was Lee getan hat, ist nicht ihre Schuld. Sie brauchen Hilfe und ich helfe ihnen. Ich glaube, Dad würde es so wollen. Ich glaube, er wäre stolz. Das war mir klar. Und Miles, ich bin auch stolz auf dich. Ruf an, wenn du reden willst. Danke, Pete. Ich muss los. May will, dass ich ihr ein paar Büroartikel besorge. Bis bald. So, ich bin da. Zieh dich mal um. Gehen wir die Missis durch, eine nach der anderen hier. Ach. Mit dem Miles, das, ich glaube, da kommt noch mehr, als dass es nur so ein kleiner Junge ist, der da aushilft. Peter! Alles okay? Ich komme schon zurecht. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn du das hier alles ganz alleine leitest. Diese Leute brauchen Hilfe. Wenn mir dadurch etwas Schlaf fehlt, dann ist das eben so. Hast du schon was von Mr. Lee gehört seit... Nein. Der Martin, den ich kenne, hätte sowas nie getan. Was auch immer aus ihm geworden ist. So möchte ich mich nicht an ihn erinnern. Also, wie läuft's mit MJ? Es ist, kompliziert. Tja, es ist kompliziert. Ja, genau, sag ich ja. Ehrlichkeit. Das hat Ben und mir geholfen, wenn es holprig wurde. Ihr beiden hattet Probleme? Aber natürlich. Besonders, als wir noch jünger waren. Und? Bist du ehrlich zu ihr? Kennt sie dein wahres Ich? Hey, mach lauter! Ich will das hören! Ein Sprecher der Polizei hat bestätigt, dass es sich hierbei um den Laster handelt, der die Vorrichtung für den Grand Central-Anschlag transportiert hat. Alter. Es hört doch nie auf. Peter? Dann stürm mal da mal hin, hey, was ist da? Was geht ab? Oh, geiles Bild. Der Anzug ist geil. Entwickle Anzugsmodus, um im Kampf einen Vorteil zu erhalten. Mach mal. Wahrscheinlich muss ich da gleich hin, oder? Oder? Captain Watanabe, sprechen Sie jetzt. Yuri, wo bist du? Ruf mich bitte an. Hoffentlich ist der Teufelsatem noch da. Und noch sicher. Wenn die Dämonen den Laster erreichen, ist die Katastrophe perfekt. Ja, ich freue mich schon. Ich bin auf dem Weg. Nein! Ey, warte mal. Toll! Zack. Hatte ganz vergessen, wie viel Spaß das macht. Gar nicht. Da ist noch ein Taskmaster-Missy, aber ich hab keinen Bock jetzt auf die. Ich mach die danach. Aber vielleicht kann ich Foto schießen. Gutes Foto. Jo. Leute, der Drahtzieher hinter dem Anschlag auf das Rathaus. Aber warte mal, der will, glaube ich, kämpfen da. Das war doch eine Faust. Und dieserweise ist es der Philanthrop Martin Lee. Ich werde gleich dazu kommen, welche abartige Jekyll- und Hyde-Mentalität ein solches Doppelleben erfordert. Aber zuerst eine Warnung an alle, die seine Verhaftung feiern. Ja, es ist gut, dass er im Gefängnis ist. Aber all die Dinge, die wir nicht wussten. Wie lange hatte er diese tödliche Biowaffe? Hätte man uns das nicht sagen sollen? Oder vielleicht die Stadt evakuieren? Mach mal. Es ist kein Zufall. Eine Gruppe Söldner will einen Diplomaten töten. Beeil dich besser. Oh, komm schon! Ich bin auf dem Weg. Aber ich will jetzt nicht da hingehen und Ding.
Ich sollte den Kerl lieber retten. Ich bin auf dich. Ich bin bereit für dich. Ich bin bereit. Ja, ich komm. Schon auf dem Weg. Eins. Vielleicht der daneben. Bin schon da. Alter. Ach, ich muss die schnell besiegen. Warum hab ich nicht? Ey, Mann. Ja, ich glaube. Aber wenn es die 2 wird, dann mach ich das. Dann mach ich nicht nochmal. Alter, wie viel sind da? Bitte 2, bitte 2. Na, der Perfektion. Ja, passt. 2 passt. Du hältst dich zurück. Mir reicht es, Verbrecher zu stoppen. Ich muss sie nicht töten. Halt dich zurück. Ich tu's nicht. Der hat Probleme. Ob König T'Challa für seine Kräfte von einem radioaktiven Panther gebissen noch wurde? Das haben der auch Typ noch ist noch hart, aber das würde wohl doch wehtun. Ja. Hä? Was war das? Ich kenne dich. Ach, das ist der. Die Halloween-Deko meiner Nachbarn. Ich bin Taskmaster. Und du wirst jetzt zur Schule gehen. Ich habe ein fotoreflexives Gedächtnis. Alles, was du tust, kann ich diktieren. Alter. Beeindruckt! Ich habe mit den Avengers angelegt. Du bist ruhiger. Wann wird dir klar, dass das nicht funktioniert? Für mich läuft es großartig. Ich lerne jedes Mal mehr von deinem Fuß. Die Coverband ist nie so gut wie das Original. Hey! Wo ist der? Immer noch Tricksauflager. Ich brauche wohl noch mehr Daten, damit mein Vertrag erfüllt ist. Alter. Ich habe schon alle Daten. Ich besiege dich, du fliehst. Fazit, du hast verloren. Noch nicht. Auf dich warten weitere Aufgaben in der Stadt. Wenn ich gesehen habe, was du kannst, reden wir über Runde 2. Ich gebe mir solche Mühe, nett zu sein. Warum wollen immer alle kämpfen? Ist so. Wo ist jetzt das Gelbe? Ja, wo ist jetzt das Gelbe? Wird mir ja nicht angezeigt. Hallo. Da hinten. Jetzt gehen wir da aber hin. Das war voll komisch. Mitten einfach so beim Schwingen interagieren die gleich mit einem. Taskmaster. Oder Taskmaster. Nein. Ich komme. So, und jetzt noch. Alter, hier sind die Wolkenkratzer richtig hoch. Und man sieht die doch nicht so hoch. Wow, was geht ab? Ich bin da. So, ein Fortnite installiert. Gott, warum installiert der mittendrin ein Update, Mann?
I'm sorry, I can't let you... Alter. Der Teufelsatem ist weg, aber wir haben noch größere Probleme. Rikers? Wir müssen schnell sein. Spring auf! Was ist passiert? Ein koordinierter Angriff. Muss von außen geplant gewesen sein. Alle Alter. Zellenblöcke sind offen. Schon bald wird jeder Gefangene von Rikers die Fifth Avenue hinabspazieren. Was ist mit dem Raft? Sollte okay sein. Die Einrichtung ist extrem sicher und hat ihr eigenes Stromnetz. Gut. Und der Teufelsatem? Sable kümmert sich darum. Vertraust du ihnen? Habe ich eine Wahl? Alter. Oh. Du warst nicht angeschnallt. Wow. Erledige dich schnell. Bin dran. Ja. Ja. Ich bin mal mit der Ding hier. Auf hier. Ist das schlimm? Das klingt schlimm. Das bedeutet, dass einige der Insassen Raketenwerfer haben. Ja, das ist schlimm. Bin dran. Alter. Okay, ich brauche Hilfe. Wenn ihr schönartig zurück in eure Zellen geht, können wir die Sache vergessen. Ja. Wohin willst du gehen? Bam, bam. Gehen da noch mal kurz lang. Sehr schön. Da sind noch ein paar draußen im Hof. Welcher Hornochse bringt denn bitte Raketen in ein Gefängnis? Hallo, hier ist Sergeant Hanson. Ist jemand auf diesem Kanal? Hier, Captain Watanabe. Wo sind Sie? Stromversorgung. Dach bei Zellenblock D. Arbeiter der Stromzufuhr. Sind Sie das im Heli? Positiv. Was war hier los? Keine Ahnung. Zuerst war der Strom weg und dann brach das Chaos aus. Halten Sie durch, wir kommen so schnell es geht. Spider-Man, kommt das Dach da? Da oben ist ein Officer, der Hilfe braucht. Bin unterwegs. Da. Da ist jemand hinter dieser Tür. Ja, ich komm, ich bin ja da. Der denkt, ich mache ein Nickerchen. Alter. Wie viele von denen gibt's denn noch? Ich weiß, dass da draußen jemand ist. Sie sind fast schon bei mir. Holt mich hier raus. Ja, ich bin auf dem Weg. Sie kommen! Wo sind denn alle? Sie zerlegen mein Auto! Alter. Helft dem Wärter! Ich versuche den Strom wieder einzuschalten. Gut, ich sehe nach. Hey, Direktor! Komm raus da! Darauf habe ich mich gefreut! Was ist los? Hast du Angst? Jetzt weißt du, wie das ist. So. Ich muss sie ausschalten. Ich bin ja dabei, hey. Oh mein Gott, was ist hier ab? Krass, Alter. Schlimmer geht's ja wohl nicht. Es geht immer schlimmer. Jungs, Block A kompromittiert. Verschwindet von dort.
Nacht. Gute Arbeit. Nur noch ein paar. Alter. Sind nicht mehr viele. Ja, ich bin ja dabei. Bam! Sie klauen einen Hubschrauber. Oh, ich komm, ich komm. Komm schnell hoch. Ja! Ah, so. Kreis. Alter. Und Führerschein und Zulassung, bitte. Gut, die Dinge sind wohl halbwegs unter Kontrolle. Sagtest du nicht, das Raft sei sicher? Alter. War es. Dann auf. Könnte schlimmer aussehen, als es ist. Sehr optimistisch. Aber ich habe gelernt, was schlimm aussieht, ist meist noch schlimmer. No. Achtung! Wow. Ich rutsche ab! Dich. Festhalten! Alter! Das passiert, wenn man ihn retten will. Alles okay? Ja. Willkommen zur Party! Gerade rechtzeitig zum Feuer! Alter. Wir haben wohl Bewährung, Jungs. Elektro. Warum Elektro. Lässt er denn alle raus? Ich gehe ins Hauptkontrollzentrum und sehe nach, wie dort die Lage ist. Okay, ich gehe zur Party. Krass, alle Elektro. Schön brav zu... So, Freunde, aber wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet einfach beim nächsten Mal ein. Danke fürs Zusehen und ciao.